ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich ins Leben getreten, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose. Die Klage, meine Damen und Herren, die anrührende Klage ist bekanntlich des Dichters Gruß. Doch da wir es bei diesem Zitat und in dieser Sendung mit Theodor Fontane zu tun haben, dürfen wir getrost davon überzeugt sein, dass es sich um eine ironische Klage handelt. Fontane hätte zudem nie eine schlecht sitzende Hose getragen. Henri Theodor Heinrich Theodor Fontane. Im Taufbuch stehen beide Versionen der Vornamen, kam 1819 in Neuruppin in der Mark Brandenburg zur Welt und starb 1898 in Berlin. Die Familie entstammt französischen Hugenotten, daher der deutsch-französische Doppelklang. Daher, das dürfen wir auch vermuten, ein Ohr, das nicht nur in die Mark Brandenburg hineinhorchte, sondern in die Welt. Fontanes Vater war Apotheker, der junge Fontane wird gleichfalls Apotheker, ein wenig widerwillig, weil er eigentlich doch der Dichtung versprochen war, wie wir in seinen Memoiren lesen können. Doch die Mama legte Wert auf das Seriöse und da hatte die Literatur in Neuruppin einen schweren Stand gegen die Pharmazeutik. Aber Sie müssen auch bedenken, verehrte Zuseher, die damaligen Apotheken waren keine therapeutischen Supermärkte, es wurden dort tatsächlich noch Medizin gebraut oder gemörsert oder wie immer das zuging, wenn Arznei entstand. Das bedeutete, dass die Kunden oft warten mussten. Und um ihnen das Warten zu verkürzen, legten die Apotheker die verschiedensten Zeitungen aus. Man darf sich also diese Orte auch als kleine Lese- und Diskussionsstätten vorstellen. Wenn Sie so wollen, als einen kleinen Ersatz für das Kaffeehaus. Und man hatte auch Kontakt zu Giften. Wenn man davon träumte, dereinst einmal von den Meinungen, dem Schicksal und den Geschichten anderer Leute zu leben, war eine Apotheke gar nicht der allerschlechteste Ausgangspunkt. Es durfte nur nicht dabei bleiben. Andererseits, um es mit Fontanes eigenen Worten zu sagen, ein Apotheker, der anstatt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt. Also blieb Fontane bis zu seinem 30. Lebensjahr nach bürgerlichen Begriffen vernünftig. Schrieb und veröffentlichte zwar Artikel, Gedichte und auch eine Novelle, behielt aber stets, wenn Sie das Bild gestatten, das feste Standbein in der Apotheke. Und zwar als Angestellter. Einen eigenen Laden konnte er sich nicht leisten. Der Vater musste den Familienbetrieb wegen Spielschulden aufgeben. Die 30er, die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts werden von Historikern, wenn es um Deutschland geht, als die Zeit des Vormärz bezeichnet, die Zeit, die zu den revolutionären Aufständen im Frühjahr 1848 führten. Fontane wird in diesen Jahren gleichzeitig radikaler, publiziert fast aufrührerische Texte in der Presse, erwirbt aber auch seine Approbation zum Apotheker erster Klasse und heiratet. Heiratet nun eine begehrenswerte Frau, Emilie Rouanet-Kummer, die leider wenig, um nicht zu sagen gar nichts, mit ausschweifenden literarischen Fantasien zu tun haben will und sich nach bürgerlicher, zumindest nach finanzieller Sicherheit sehnt. Ein Ehemann, der nachts Balladen dichtet, der seine Werke in einem berüchtigten, fast subversiven Sonntagsverein mit dem Namen Tunnel über der Spree vorträgt, der sich später gar an Berliner Barrikadenkämpfen beteiligt, wenn auch sehr, sehr schwer vermummt, ein solcher Ehemann bietet viel Ansatz zur berechtigten Kritik. In der Literaturgeschichte findet man über die Beziehung zwischen den Eheleuten daher bisweilen die gewiss überspitzte Bemerkung, so recht geliebt hätten die Fontanes einander nur im Briefverkehr. Der Name dieses literarisch-politischen Berliner Zirkels, in dem Fontane vornehmlich seine Balladen vortrug, hieß also Tunnel über der Spree. Das war ein ironisch gemeinter Gruß nach London, wo gerade ein Tunnel unter der Themse gegraben oder fertiggestellt wurde. Eine Glanztat der Technik, der Berliner nur schon seinen schon damals schrecklich gefürchteten Witz entgegensetzen konnte. Doch dieser Zirkel schenkte Fontane und seinen Gedichten eine Aufmerksamkeit, eine Anerkennung, die ihm anderswo nicht so unbedingt entgegenschlug
Und hier fand er auch Freunde, die seine Liebe zu England, mehr noch zu Großbritannien, teilten. Jenem Reich der vergleichsweise freien Meinungsäußerung und der milden Ironie, der romantischen Hochmoore und der Gutshäuser, die man sonst nur in der Mark Brandenburg bewundern konnte. 1845 hatte er eine erste Reise dorthin unternommen, sieben Jahre später die zweite. Zwischen 1855 und 1859 wird er für die Kreuzzeitung als Korrespondent aus London berichten. Das sind gleichzeitig seine wichtigsten intellektuellen Lernjahre, denn hier in London hat er auch die Muße, all das an Bildung nachzuholen, was er als angehender Apotheker hatte versäumen müssen. Ein Korrespondent, der sich den Stoff, über den er berichtet, selbst erarbeiten kann. Übrigens, die Kreuzzeitung, meine Damen und Herren, dieses Organ der in Preußen Mächtigen, vertritt eine redaktionelle Linie, die man ohne Zimpern als reaktionär-konservativ bezeichnen kann. Wenn man nach einem radikalen Gegenbild zu den Begriffen vergleichsweise freie Meinungsäußerung oder milde Ironie sucht, landet man schnurstracks bei der von Otto von Bismarck mitbegründeten Kreuzzeitung. Und schon stoßen wir wieder auf den Widerspruch zwischen Fontane, dem früheren Barrikadenkämpfer, dem Heißsporn, dem milden Ironiker auch und jenem anderen Fontane, der sich stets auch in das Gruppenbild eines gesetzten bürgerlichen Familienvaters hineindrängen will. Es bleibt dies in den oft zitierten Worten unseres Autors ein weites Feld. Literarisch fand Fontane eine erste Lösung zwischen diesen Spannungen, indem er eine Form wählte, die sich in jenen Jahren im Buchhandel und im Verlagswesen steigender Beliebtheit erfreute, der Reisebeschreibung. Es war die glückliche Zeit, als die Menschen zu ihrer Bildung und Zerstreuung noch lieber Bücher lasen, als sich persönlich und in großer Zahl auf den Weg in die Ferne zu machen. Fontane schreibt über seine Wanderungen durch England und durch Schottland und dann, näher noch am Herzen der Leser in der preußischen Heimat, über seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg, über die Grafschaft Ruppin, über das Oderland, das Havelland, das Spreeland, später auch über die Schlösser seiner Heimat. Bemerkenswert an diesen Beschreibungen ist naturgemäß nicht nur ihre Qualität als Reiseführer für den Besucher aus der Fremde. Nein, diese niedergeschriebenen Wanderungen verhalfen den verschlafenen Regionen, besser gesagt deren Bewohnern, zu so etwas wie einer historischen Identität, die direkt in die Gegenwart führte. Eine Dorfkirche, ein Wäldchen, ein Marktplatz stehen eben anders da, wenn sie eine Geschichte erhalten haben. Einer der großen Bewunderer Theodor Fontanes, der Kollege Thomas Mann, hätte hier gesagt, Geschichte putzt. Für einen anderen Strang zu Fontanes Karriere sorgte Bismarck mit seinen Kriegen um die deutsche Einheit. Die Schlachten der Preußen gegen die Dänen, gegen die Österreicher, gegen die Franzosen begleitet der Schriftsteller Fontane als Chronist, als Kriegsberichterstatter. Das war beschwerlich, das war nicht ungefährlich und so wie seine Arbeitgeber die Aufgabe erledigt haben wollten, waren damit auch keine größeren künstlerischen Meriten zu verdienen. Brotarbeit, für die man auch noch als Spion verhaftet werden konnte. 1870 verließ er die strenge Kreuzzeitung und wurde Theaterkritiker bei der halbwegs liberalen Vossischen Zeitung. Ein früherer Apotheker, der in London Korrespondent gewesen war, die Mark Brandenburg mit literarischem Glanz versehen hatte, über Kriege und über Theateraufführungen berichtet hatte, ein Mann von jetzt fast 60 Jahren, für den Schreiben die Welt bedeutete, was hatte der für eine Zukunft? Klar, er konnte nur noch Romancier werden. Der große Fontane, der Autor von Effi Briest, von den Poggenpools, von Frau Jenny Treibel, vom Stechlin und von mehreren Kriminalromanen. Das schöpferische Glück kam spät in Fontanes Leben, aber dann mit aller Macht. Und so ist er, neben vielen anderen, auch eine Hoffnung für Menschen, die den 60. Geburtstag noch vor sich haben. Am bekanntesten wurde Effi Briest.
Der Roman, der 1894, 1895 in zwei Teilen erschien, die Geschichte einer unglücklichen Ehebrecherin, eben jener Effi, die auf Wunsch der Eltern und ein wenig auch, weil sich ihr keine Alternative stellt, den wesentlich älteren Baron von Innstetten heiratet. Dieser Baron ist nicht gerade die Erfüllung romantischer Mädchenträume. Daher beginnt Effi eine kleine Affäre mit dem Major von Krampas. Eine kleine Affäre, nichts Wildes wie Anna Karenina. Als der Mann nach Berlin versetzt wird, somit die Trennung von dem Major angesagt ist, wirkt Effi fast schon erleichtert. Jahre später, Effi ist bereits Mutter von einer Tochter, findet Baron von Innstetten zufällig einige der Liebesbriefe, die Major von Krampas damals an Effi geschrieben hatte und die zu vernichten Effi leider nicht die Klugheit gehabt hatte. Wie gesagt, die Affäre ist längst bedeutungslose Geschichte, doch der Baron reagiert, wenn auch widerwillig, wie es sein Stand verlangt. Er fordert den Major zu einem Duell, bei dem dieser dann ums Leben kommt. Der nächste Schritt, den die Konvention vom Baron fordert, ist die Scheidung von Effi, die Trennung von Mutter und Kind, der Ausschluss der Ehefrau aus der Gesellschaft. Effi verliert lange Zeit auch die Unterstützung durch die Eltern. Einmal darf sie ihre Tochter noch sehen, doch das Kind ist gegen sie eingenommen. Effi erkrankt schwer und stirbt. Aber der Standesehre ist Gerechtigkeit widerfahren worden. Theodor Fontane griff in seinen Romanen häufig auf Geschichten aus dem wirklichen Leben zurück. Es hat diesen Fall tatsächlich gegeben. Man hat mittlerweile die Familie identifiziert und weiß daher auch, dass die Person, die das historische Vorbild für Effi Briest war, keineswegs an gebrochenem Herzen, sondern mehr als 70 Jahre später an Altersschwäche starb. Dass Fontane sie literarisch weitaus früher mit dem Tode bestraft, hat bei diesem Schriftsteller aber Methode. Denn wo ein Unrecht geschehen ist, meldet sich das tragische Schicksal. In der Erzählung Grete Minde kommt die Brandstifterin selber in den Flammen um und der Bösewicht im Roman Unterm Birnbaum erstickt elendiglich neben seinem Opfer im Kellergewölbe. Naturgemäß ist Fontane ein viel zu begnadeter Erzähler, um auf den Effekt eines Deus ex machina, einer gottgesandten Intervention, bauen zu müssen. Was ihm aber viel mehr vorschwebte, war die Darstellung einer Art tragischer Aura, die den Schuldigen nicht mehr verlässt, die Teil seiner Person und ihm schließlich ganz unabhängig von der irdischen Gerechtigkeit zum Verhängnis wird. Worum es also auch bei Effi Briest am allerwenigsten ging, war die Aufrechterhaltung der preußischen Moralordnung durch den Fingerzeig auf das böse Schicksal derer, die gegen sie verstießen. Es merkten auch die Leser, die sich schnell um dieses Buch rissen, sodass es im ersten Jahr zu 5 Auflagen kam. Das merkte auch die konservative Presse, die dem Autor Anstiftung zu bodenloser Unmoral vorwarf. Man gab sich die Ehre, empört zu sein und lenkte dabei dankenswerterweise die Aufmerksamkeit auf ein Werk, das sich noch heute so taufrisch liest wie vor 100 Jahren und wohl auch deswegen immer wieder verfilmt wird. Fontane ertrug die Aufregung mit der ihm eigenen ironischen Gelassenheit. Er schrieb: Natürlich darf eine Literatur nicht auf dem Geschmack ganz alter Herren aufgebaut werden, aber so nebenher geht es. Schon wieder eine Hoffnung für alle, die den 60. Geburtstag noch vor sich haben.